Einen wunderschönen Mittwochabend wünsche ich euch. Herzlich willkommen zurück. Ihr seht, natürlich selbstverständlich wieder beim BMW, aber heute tatsächlich gehen wir auf das Thema mit dem Rostschutz ein, beziehungsweise mit dem Lackieren, beziehungsweise den Rostumwandler, denn ich habe gesehen bei mir auf Instagram, apropos Instagram, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da seid ihr immer dann schön auf dem Stand. Hatte ich nämlich eine Umfrage gemacht wegen einem Rostumwandler. Habt ihr im letzten Video gesehen, ist ja leider hart geworden, liegt hier, nee, habe ich schon weggeschmissen. Und da wurde mir dann die Info gegeben, ey, hol dir von Epoxy den Brunox. Ja, ich glaube hier, das soll wohl so das Beste sein, was man sich holen kann. Deswegen habe ich auch auf euch gehört, habe mir den geholt. Und dementsprechend probieren wir den heute aus. Dazu natürlich selbstverständlich einen Pinsel. Also wisst ihr schon, heute geht es rein um das Thema hier hinten am Kofferraum. So, wollte ich zeigen. Ja, ist alles. Das heißt, wir müssen auch die Stellen hier unten machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade sehen könnt oder ob es viel zu dunkel ist. Selbstverständlich zu dunkel. So, ihr seht das jetzt. Also, wir gehen wirklich über diese Stellen drüber. Dafür kleben wir natürlich selbstverständlich erstmal hier die Kante ab. Also, ich würde sagen, wir kleben hier alles, also schön alles breitflächig kleben wir hier ab über den Falz. Und dann können wir nämlich, wenn wir das verteilen und es sollte runterlaufen, dann ist es bloß bis hierhin und nicht weiter. Und deshalb würde ich sagen, mache ich mich direkt gleich mal dran. Beim Abkleben habe ich ganz normales Tape mitgebracht, so wie wir es beim letzten Mal Lackieren auch gemacht haben. Apropos von dem Lackieren, es freut mich enorm, dass das Video so gut angekommen ist. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier oben müsste jetzt der Button erscheinen von dem Lackieren, von der Frontstoßstange, was wir da gemacht haben. Richtig geiles Ergebnis, bin ich auch jetzt immer noch mega happy. Sieht auch echt gut aus für die Verhältnisse, dass ich es gemacht habe. Und dementsprechend wollte ich mich nochmal bedanken für die Leute, die den Abo-Knopf drücken und liken und natürlich immer schön unten kommentieren. Freut mich natürlich enorm, dass da Leute auf alle Fälle mit aufspringen und bei mir mit zugucken. Und dementsprechend machen wir gleich jetzt weiter, würde ich sagen. Also, wir sehen uns, wenn ich wahrscheinlich abgeklebt habe. Bis gleich! So, da sind wir schon wieder. Abgeklebt haben wir es auch soweit. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen nach der Gebrauchsanweisung. Was steht denn da eigentlich drauf? Jetzt gucken wir mal schnell und lesen das Ganze. Ist leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Schwere Augenreize. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Das Übliche halt. Ich sollte die Finger weglassen. Hier steht irgendwas drauf. Losen Rost entfernen. Zweiten Anstrich nach 6 Stunden auftragen. Nach vollständiger Trocknung, fingernagelhart, muss Decklack aufgetragen werden. Naja, also würde ich sagen, mal kurz durchschütteln, dass sich das nochmal innen drin verteilt. Dann machen wir es auf, ziehen vorher natürlich Handschuhe an und dann tun wir es gleich mal einpinseln. Und ich würde sagen, wir machen los. Oh, das ist aber ganz schön flüssig. So, jetzt würde ich sagen, wir schnappen uns mal so einen Pinsel hier. Gerne mal unten reinschreiben, ob ihr auch so einen Ringpinsel, Rollpinsel, wie auch immer das Ding heißt, nehmen würdet oder ob ihr andere Pinsel nehmen würdet. Gerne unten reinschreiben, würde mich interessieren, ob es da spezielle für gibt oder ob ihr sagt, nee, komm, nimm das, was du gerade zur Verfügung hast. Gerne mal unten reinschreiben, wie ihr das macht. Und ich würde sagen, wir streichen jetzt gleich mal die erste oder tragen die erste Schicht gleich mal auf. Und richtig schön hier unten dran. Da ist jetzt die Frage, lieber viel als wenig oder lieber vorsichtig beim Auftragen und lieber weniger als mehr? Das wäre jetzt tatsächlich interessant. So, schön über den ganzen Falz hier drüber gehen. Alles hier schön machen. Genau. Oh, da waren wir ja schon beim Thema.
Hier kommt alles eingepinselt. Also, den ersten Anstrich haben wir soweit gemacht. Das sieht jetzt alles soweit glänzend aus. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, wie sehr das jetzt glänzt. Doch, könnt ihr sehen, wenn ich jetzt hier so drüber gehe, seht ihr das. Also ich habe es wirklich breitflächig hier eingestrichen, auch bis hier schön hoch. Ne? Ich möchte jetzt nicht hinfummeln. Auf beiden Seiten unten wie auch. Unten hier genauso entlang auf der Innenkante, dass ihr das hier seht. Ja, die ganzen Rostspuren hier mal versucht wegzumachen. Ne? Und dasselbe auch hier auf der Seite. Ja, und jetzt heißt das Ganze 6 Stunden warten und dann die zweite Schicht darüber. Ja, wir haben jetzt halt rund 14 Uhr, also werden wir uns entweder heute Abend 20 Uhr hier nochmal kurz sehen, dass ich die zweite Schicht drüber ziehen kann. Und dann, die Frage ist, könnt ihr gerne mal unten kommentieren, nur 2 Schichten machen oder dann mehrere Schichten machen, weil ich glaube, vielleicht so eine dritte Schicht könnte vielleicht auch ganz gut sein. Also dann würde ich nämlich heute Abend 20 Uhr hierhin machen, zweite Schicht drüber und dann morgen am Sonntag, typischerweise Sonntag halt wieder, noch eine Schicht drauf, dann warten bis zum Spätnachmittag, Abend und dann einmal hier schön alles drüber lackieren. Dann wäre nämlich das Ding morgen fertig und das Video würdet ihr ganz normal am Mittwoch sehen. Apropos Mittwoch, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ob euch Mittwoch 18.15 Uhr immer noch passt. Denn bisher hat das sehr gut funktioniert, finde ich. Und dann so gegen 20 Uhr sind die meisten dann gekommen, haben die Videos dann angeschaut. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns in 6 Stunden wieder. A few moments later. Einige Stunden später. Wir haben jetzt kurz vor 20 Uhr. Jetzt gucken wir uns das Ganze an. Es ist tatsächlich ein richtig großer Farbunterschied. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, und zwar, man sieht richtig, dass es richtig dunkel, wie so bei einem Felgenreiniger geworden ist. Ja, solltet ihr gesehen haben. Also, das muss ich sagen, ist schon ein Wahnsinnsunterschied. Und deswegen machen wir jetzt Schicht Nummer 2, dann kann es die ganze Nacht durchtrocknen und dann gehen wir morgen am Sonntag nämlich dran. Also, ich schnapp mir schnell den Pinsel und dann geht's los. So, wir tauchen hier ein bisschen ein. Nicht zu viel, nicht so wie vorhin. Und dann gehen wir hier nochmal über diese Schicht rüber. Außen wie innen. Damit es alles schön deckend ist. Und damit das auch alles dann schön geschützt ist. Mal gucken, wie das dann wohl aussieht morgen. Also, zweite Schicht ist drauf. Das heißt für mich, abwarten und den Sonntag kommen lassen, damit wir uns das morgen in Ruhe nochmal angucken können. Also, hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns morgen wieder. Neuer Tag, neues Glück und wir sind wieder beim BMW. Wie gefühlt jedes Wochenende. Also, es sieht tatsächlich ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ich zeige euch das jetzt mal. Sieht folgendermaßen aus. Ich glaube, ihr könnt das relativ gut erkennen, dass das hier alles relativ schwarz geworden ist. Oder dunkelviolett, wie auch immer. Man kann es auch eben anfassen. Also es ist alles schön hart. Naja, hart, es ist ausgehärtet, sagen wir es mal so. Ja, selbst hier an den größeren Stellen, wo er wirklich viel aufgetragen worden ist von mir. Hier rum, dort, na. Das ist dann soweit alles auch schön trocken. Ist es trocken? Ja, es ist trocken. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir an und machen gleich mal die dritte Schicht drauf. Das ist Punkt 1, was ich machen möchte. Die Schicht drauf machen und dann, 6 Stunden später, tun wir das Ganze lackieren, bzw. ein Stückchen runterschleifen und dann lackieren. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, runterschleifen und dann lackieren oder einfach direkt drüber lackieren. Wäre mal interessant, weil ich hätte sonst versucht, hier ein paar Stellen, also hier unten die Stelle, das sieht nämlich ein bisschen uneben aus, na, hier dann, nicht dass dann hier beim Lackieren das dann unten rauskommt, als wäre das hier dann schön alles wellig und das will ich ja nicht. Ich möchte, dass es richtig und gut aussieht und deswegen gerne mal unten reinschreiben, schleifen und dann nochmal grundieren oder direkt drüber lackieren. Also, schnell die Schicht draufhauen und dann wieder ab nach Hause, weil es ganz schön kalt geworden ist. Ne? Jetzt gucken wir mal, ob das hier vorne nämlich auch funktioniert, denn ich habe hier kurz einen Prozess gemacht. Ich habe nämlich noch was gesehen, das wollte ich mich schon mal drum kümmern, habe es aber nicht gemacht. Jetzt dachte ich mir, kann ich das gleich mitmachen und zwar seht ihr folgendes.
Na, ja, schalte hoffentlich scharf mal bitte. So. Da habe ich jetzt auch noch gleich den kompletten Brunox drauf gemacht, wie ihr sehen könnt, damit das auch dann schön bleibt. Ja. Und dasselbe auch von unten, deswegen habe ich hier so eine Folie drunter gelegt. Dann haben wir das von beiden Seiten. Dann werde ich das hier mal ausmessen, das Loch, denn von diesem Loch gibt es bei BMW nämlich keine, kein Teil mehr zu bestellen. Und zwar diesen Stopfen, den gibt es so nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, naja, man kann das ja auch 3D drucken, diesen Stopfen. Denn es ist, finde ich, ganz wichtig, das irgendwie jetzt dazu pushen mit irgendwelchen Mitteln oder so, ist ja auch blöd, sollte ja mal ein Stopfen gewesen sein. Wahrscheinlich wegen der KTL-Beschichtung, aber muss ja nicht sein, dass man es einfach komplett zustopft. Deswegen würde ich das dann in 3D-Drucker dann drucken. Dass man sozusagen wie eine Schraube einen Teil von unten hat, einen Teil von oben, das zusammenstecken kann oder zusammenschrauben kann, zwischendrin eine schöne Dichtung, damit es schön fest und dicht dann ist. So, wir haben es jetzt für jetzt gerade geschafft. Wir haben die Schichten aufgetragen, also sehen wir uns dann am Nachmittag, also Sonntagnachmittag in 6 Stunden wieder für die nächste Schicht, beziehungsweise hier, wenn es dann darum geht, tatsächlich das Ding schon zu lackieren. Deswegen bis gleich. Stunden später, wieder mal, sind wir wieder zurück, selbe Position. Diesmal können wir mal gucken, wie es jetzt hier so ausschaut. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also hier oben ist alles soweit fest. Es gibt hier ein paar Stellen, sowas wie hier, wo ein bisschen viel ist, gewesen ist. Da ist noch, ja, jetzt sieht man einen leichten Fingerabdruck dort. Okay, naja, kann man jetzt nicht, aber sonst soweit alles schön. Auch sehr glatt muss ich, also sehr, ja doch sehr glatt. Ich nenne es glatt. Das heißt für uns, ich schnappe mir die Folie, tue das mal alles abkleben, dass ich hier dann lackieren kann und dann gucken wir mal, wie das gleich aussieht. Und zack, da sind wir schon wieder abgeklebt. Naja, so könnt ihr sehen, schön sauber abgeklebt. Also ich habe die Folie dann immer hier schön umgeschlagen unten drunter. Damit ich dann hier einen schönen Rand habe, den ich hier drüber kleben konnte, sowie auch auf der Innenseite genauso. Und hier, warte, so zeige ich euch das hier ebenfalls schön entlang geklebt. So, das heißt, dann kann ich hier nämlich einfach schön lackieren, ohne dass ich irgendwelche Probleme haben werde. Und ich wollte ja noch etwas machen, und zwar diesen Stopfen, was ich ja vorhin erzählt habe. Habe ich jetzt extra mir meinen elektronischen Messschieber mitgebracht. Habe das jetzt auch gerade eben schon ausgemessen und es sind 34,5 mm im Durchmesser. Das heißt, ich werde auf alle Fälle so einen Stopf machen, 34,5, und werde dann dementsprechend das so machen, dass es eine Ober- und eine Unterseite gibt, man entweder zusammenstecken oder zusammenschrauben kann und dann zwischendrin sollte eine Dichtung rein, damit das auch alles schön dicht bleibt und dann dementsprechend keine Feuchtigkeit reinkommt. Können wir aber vielleicht auch mal drüber sprechen. Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr da Bock drauf habt oder ob ihr da mehr davon sehen wollt. Also, ich würde sagen, ich mache mich jetzt dran und mache vorne bei dem Stopfen noch eine Schicht drauf und dann hier gleich lackieren. Maske ist auf, abgereinigt ist es soweit. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Also, wie gesagt, abgereinigt ist es. Ja, sehen könnt ihr nicht viel. Also gehen wir jetzt dran und machen unseren, wo ist es denn hin? Unseren Haftgrund machen wir jetzt hat. Ah, hier hinten ist er irgendwo. Genau, unseren Haftgrund. Und dann nach dem Haftgrund, den machen wir ein bis zwei Mal pro Schicht, also Schichten. Und dann 10 bis Viertelstunde ablüften lassen und dann können wir weitermachen. Also jetzt direkt erstmal hier dran. Ich habe jetzt im Auto, im Fabia, ein bisschen Instagram durchgespielt und ähnliches. Also rund 20 Minuten sind jetzt vorbei. Das heißt, ich schnappe mir jetzt die Farbe, die ich auch schön vorher natürlich zu Hause hatte, gewärmt habe, damit die schön Temperatur hat. Also rund 20, 25 Grad Temperatur hat. Und jetzt gehen wir dran und lackieren. Save me!
Die erste Schicht ist drauf, wie ihr gesehen habt. Und jetzt schauen wir uns mal so ein paar Detailbilder an. Also ich habe es nicht geschliffen, sondern ich habe es nur dann grundiert und dann eben den Lack drauf. Also wie gesagt, unten reinschreiben, würde mich mal interessieren, ob ihr es geschliffen hättet oder nicht. Jetzt können wir dann hier gucken, also Farbding ist auf alle Fälle gegeben. Auf alle Fälle können wir uns das mal angucken, na, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Und die zweite Schicht Lack ist auch schon drauf. Ich packe jetzt alles zwei zusammen, denn das wird es erstmal einmal durchtrocknen und dann werden wir uns wiedersehen, wenn ich dann Klarlack drüber machen werde, beziehungsweise ich muss mir noch überlegen, ob ich nicht das hier unten ein bisschen schleife, denn man sieht einfach vom Untergrund jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, doch, ihr könnt das erkennen. Das sind jetzt keine Läufer von der Farbe, sondern wirklich von dem Untergrund. Jetzt ist die Frage, schleifen nochmal und dann nochmal lackieren oder einfach dann drüber lackieren, weil wenn der Kofferraum geschlossen ist, man es grundsätzlich nicht erkennen kann. Ist aber eigentlich auch nicht mein Anspruch, deswegen eigentlich wahrscheinlich dann einmal nur mal schleifen und dann nochmal schön lackieren. Mal gucken. Sonst, ne, ich denke mal, das werde ich in kleiner Handarbeit selber machen. Ne. Das Video wird wahrscheinlich dann jetzt zu Ende sein, ne, damit ihr dann vielleicht noch was sehen könnt. Beziehungsweise wir könnten es ja so machen, dass ihr das im nächsten Video dann seht, wie ich das hier fertig mache. Denn dann im nächsten Video wir das hier einmal fertig machen. Und nach dem Fertigmachen werde ich dann wahrscheinlich auch so einen Stöpsel dabei haben, den ich dann 3D gedruckt habe, den wir dann da hier mit anbringen können oder testen können. Das wäre, glaube ich, die Idee. Also mache ich hier das Video Schluss und im nächsten Video sehen wir, wie ich das komplett fertig mache und dann einmal auf den Stoffen rübergehe. Also, ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich sehr auf das nächste Video mit euch. Bitte abonniert den Kanal. Würde mich natürlich enorm freuen, wenn wir dann einfach immer größer und größer werden. Also, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Genießt das und einen schönen Abend noch.